Das WB-Gespräch von Willi Sauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer Entlebuch, der Raiffeisen Banken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch im Monat Februar. Es ist ein Jahr her, wo am 24. Februar 2022 russische Truppen die Ukraine überfallen haben. Das war der Beginn von dem schrecklichen Krieg, der bis heute Tausende von Todesopfern gefordert hat und 18 Millionen Leute aus der Ukraine mussten flüchten. Über die Entwicklung in diesem Konflikt rede ich heute mit unserem Gast, der Zita Affentranger. Sie schreibt seit mehr als 20 Jahren im Tagesanzeiger und anderen TA-Medien über die Entwicklung in Russland, der ehemaligen Sowjetunion und Osteuropa. Slawistin und Historikerin hat jahrelang in Moskau gelebt und von den Geschehnissen vor Ort berichtet. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Eppenwil zu Grossdietu. Zita Affentranger, herzlich willkommen. Vor genau einem Jahr sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Der schreckliche Krieg hat angefangen. Welche Erinnerungen haben Sie an den 24. Februar 2022? Also mein Mann hat mich am frühen Morgen geweckt und hat gesagt, du, ich glaube, es geht los. Und ich weiss, ich habe zuerst gedacht, ah, das ist sicher irgendein Missverständnis. Weil ich wollte einfach nicht glauben, dass das jetzt wirklich passiert. Aber dann bin ich in mein Büro gegangen und habe den ersten Kommentar vom Tag geschrieben. Und es war ein sehr einsamer Augenblick. Mhm. Das Ende des Krieges ist aktuell ja nicht in Sicht. Sehen Sie das auch so? Ja, momentan ist kein Ende absehbar. Im Moment stehen Zeichen eigentlich sogar eher auf Eskalation. Also Russland rückt in der Ostukraine erstmals seit Monaten wieder vor, wenn auch noch nicht in grossem Stil. Zudem warnt ja die Ukraine bereits seit dem Dezember davor, es könnte eine neue Grossoffensive geben um den Jahrestag herum. Und zwar nicht nur im Osten, sondern eben auch von Norden her und sogar wieder in Richtung Hauptstadt Kiew. Welche von diesen unterschiedlichen Szenarien, die man lesen oder hören kann, ist für Sie dem realistischsten? Ich glaube, man kann das nicht wirklich voraussagen, weil es kann ja auch plötzlich irgendein Momentum entstehen, das man jetzt noch gar nicht sieht und wo dann vielleicht plötzlich alles ändert. Aber ich denke, ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass der Krieg nicht schnell vorbeigeht. Russland verlangt ja heute von der Ukraine zusätzlich zur Krim, die schon seit 2014 annektiert ist, vier ukrainische Gebiete im Süden und im Osten des Landes. Und die hat es zum Teil noch nicht einmal militärisch besetzt. Und ein Angriff vom Norden her, der ja gescheitert ist vor einem Jahr, am Anfang des Krieges, das würde alles noch einmal massiv eskalieren. Mhm. Die russische Armee hat massiv mehr militärische Mittel als die Ukraine. Trotzdem hat sie eigentlich nicht die Erfolge erzielt, die sie sich erhofft hat. Warum ist das so? Ja, die russische Armee, die funktioniert viel schlechter, als man das erwartet hat. Also Russland hat ja schon vor Jahren, vor 15 Jahren in Georgien, nur drei Tage dauernden, aber trotzdem einen Krieg angefangen. Und schon da hat man gesehen, dass die Armee, die hat sich ziemlich blamiert. Und nachher hat Putin eine Armeereform verkündet. Man hat wahnsinnig viel Geld in die Armeereform gesteckt. Und beim Angriff auf die Ukraine hat man gesehen, dass das offensichtlich nicht viel genützt hat und dass wahrscheinlich das Geld irgendwo versickert ist oder vielleicht auch einfach unterschlagen worden ist. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass die ukrainische Armee, die ja 2014 bei der Annexion von der Krim praktisch nicht vorhanden war, dass die sehr viel stärker ist, als man gemeint hat. Also viele Militärbeobachter haben das Gefühl gehabt, nach 3-4 Tagen bricht der Widerstand zusammen. Und wir wissen, es ist ganz anders gekommen. Mhm. Ja, Sie haben es angesprochen, der Widerstand der Ukrainer, der ist riesig. Wie lange dauert der an und was könnte die Moral eventuell brechen?
Also die Ukraine ist nach wie vor gewillt, alle Territorien zurückzuholen. Viele Ukrainer träumen sogar davon, Krim zurückzuerobern. Darum verlangt Kiew auch immer mehr Waffen vom Westen. Also als letztes waren es Schützenpanzer, dann waren es Kampfpanzer. Inzwischen redet man von Kampfjets oder von Raketen mit längerer Reichweite, die dann auch weit könnten nach Russland einschiessen. Aber die Waffen sind wie nur das eine Problem, das die Ukraine hat. Das andere Problem ist, sie können nicht endlos Soldaten rekrutieren. Also da sind die Ressourcen beschränkt, im Gegensatz eben zu Russland, wo ja letzten Herbst einfach so 300'000 Mann eingezogen hat. Manche sagen, es sind sogar 500'000 Mann. Und auch wenn die Armee vielleicht nicht so gut kämpft, das ist einfach eine riesige Streitmacht. Mhm. Die internationale Unterstützung, sei es mit Panzer, Haubitzen oder Raketenwerfer, die ist gross. Droht die irgendwann zu brechen oder dauert die an? Nein, im Moment sieht es nicht so aus. Die militärische Unterstützung wächst wieder. Die Rüstungsspirale dreht sich eigentlich immer schneller. Wie gesagt, wir liefern jetzt Kampfpanzer, das ist bereits beschlossen. Dann die Diskussion über Jets und über Raketen. Das sind alles Sachen, die man noch vor Monaten kategorisch ausgeschlossen hat. Mhm. Aber es zeigen sich eben auch Probleme. Also nicht alle von diesen Panzer sind einfach frei verfügbar. Viele Länder können auch nicht einfach Panzer liefern, weil sie sonst selber zur Verteidigung zu wenig hätten. Und zum Beispiel haben auch die Amerikaner, die haben am meisten Kampfpanzer versprochen, aber die sagen, das kann Monate, im schlimmsten Fall sogar Jahre dauern, bis die in der Ukraine dann wirklich ankommen. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist dann eben auch die Munition. Also die Ukraine hat einen wilden Flickenteppich von Waffen und alles braucht andere Munition, andere Kaliber. Und auch da gibt es immer wieder Lieferschwierigkeiten. Sind denn die Waffen zum Teil zu spät geliefert worden? Also Deutschland hat zuerst gar nicht liefern oder fast nichts liefern, vor allem schwere Waffen. Man hat halt Angst, dass man den Krieg letztendlich eskaliert, wenn man mehr Waffen schickt, weil Russland natürlich permanent droht. Sie haben droht bei den Raketenwerfern, die die Amerikaner geschickt haben. Wir betrachten das als Kriegseintritt. Sie haben bei den Panzer droht. Wir betrachten das als Kriegseintritt von der NATO. Darum war man sehr zurückhaltend gewesen. Aber letztendlich die Entwicklung des Krieges hat nachher dort hingeführt, wo wir heute stehen. Mhm. Trotz westlicher Sanktionen, Repressionen gegen Meinungsfreiheit oder Lebensmittel, die immer teurer werden, der Wladimir Putin, der scheint fest im Sattel zu sitzen. Warum ist das so? Ja, fest im Sattel sitzen, vielleicht ist es ein bisschen beides. Also, auf den ersten Blick scheint der Putin unangefochten, das stimmt. Also, viele Leute scharen sich hinter ihm. Es gibt keine grösseren Proteste. Und das hat auch damit zu tun, dass viele Russinnen und Russen, und zwar keineswegs nur Putin-treue Leute, das Gefühl haben, Russland werde da wirklich von der NATO, wenn nicht angegriffen, so doch bedrängt. Und die ganze Ukraine-Diskussion, das sei nur vorgeschoben. Aber man darf auch die Risse nicht unterschätzen, die man sieht. Also nicht nur in der Bevölkerung, sondern eben auch in der politischen Elite des Landes, die ja für den Kreml sehr wichtig ist. Weil die Sanktionen die frustrieren die höheren Beamten, weil sie haben jetzt ihr schönes Leben nicht mehr mit westlichen Markenkleidern und Luxusferien in Europa oder in Amerika. Und auch im Volk gibt es einen gewissen Sinneswandel. Also der Kreml hat so eine Geheimumfrage gemacht für den Krieg oder für Verhandlungen. Und die Mehrheit ist inzwischen klar für Verhandlungen. Und das hat sicher mit der Teilmobilmachung zu tun, wo der zuerst gesehen hat, dass sie einfach Vertragssoldaten waren, die hier in der Ukraine gekämpft haben, anonyme Vertragssoldaten. Und jetzt sind es halt Väter und Söhne mit aus dem Volk. Gleichwohl, Verhandlungen, sind die realistisch, dass es zu Verhandlungen zwischen den Ländern kommt?
Früher oder später wird es auf das rauslaufen. In Sicht sind sie nicht. Also es hat Gespräche eigentlich ganz am Anfang hat es Gespräche gegeben. Offenbar hat Ukraine Russland wirklich auch noch Zugeständnisse wollen machen. Also der Zelensky hat ihm Putin angeboten, dass die Ukraine nicht werde Mitglied von der NATO werden, was ja einer der Streitpunkte war. Aber da war es schon zu spät gewesen. Der Putin hat den Krieg ganz offensichtlich wollen. Und hat eigentlich eine bedingungslose Kapitulation von der Ukraine verlangt. Und dann im März hat man nochmal verhandelt, man ist auch relativ weit gekommen und plötzlich war es vorbei gewesen. Das ist zeitlich zusammengefallen mit dem Rückzug von der russischen Truppen im Norden von Kiew, wo dann vorgekommen ist, was für Kriegsverbrechen dort begangen worden sind. Stichwort Butscha. Hat Zelensky gesagt, mit so Leuten können wir nicht mehr an einen Tisch sitzen. Das ist wahrscheinlich der eine Teil. Der andere Teil ist sicher aber auch, dass die Ukrainer gerade im Norden von Kiew gemerkt haben, sie haben eine Chance gegen die starke russische Armee oder die zumindest gefühlt starke russische Armee. Und nach der Region Kiew hat die Ukraine ja dann auch Kharkiv im Osten und Cherson im Süden können zurückerobern. Wie steht es um den Rückhalt von Volodymyr Zelensky, der Ukraine? Gut, auf den ersten Blick. Also, es ist ein bisschen schwer abzuschätzen, weil interne Kritik natürlich wegen dieser Kriegssituation unter dem Deckel gehalten wird. Der Zelensky ist ja 2019 in einer Protestwahl Präsident geworden. Die Leute haben einfach genug von ihren politischen Klicken, die korrupt ist und die immer gleiche Klüngeleien gemacht hat, auf Kosten der Bevölkerung. Der Zelensky ist ein völliger Aussenseiter gewesen. Er ist ja Schauspieler eigentlich. Er hat keine Hausmacht gehabt. Er hat noch nicht einmal eine eigene Partei gehabt. Also die hat er zuerst noch müssen gründen. Und darum hat er halt auch eine ganze Reihe von zentralen Posten eigentlich mit Leuten besetzt, die ihm gegenüber loyal sind. Und das ist zum Teil gut gegangen, zum Teil ein bisschen weniger. Gerade hat er eine ganze Reihe von hohen Beamten ja entlassen, wegen Korruption. Das sieht man auch nicht so ganz dahinter. Aber der Zelensky ist auf jeden Fall ein sehr guter Kommunikator. Und zwar nicht nur jetzt im Westen, also uns gegenüber, sondern eben auch innerukrainisch. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil er ist im Moment ohne Zweifel eine sehr integrative Figur. Kommen wir noch zu der Schweiz. Wie beurteilen Sie die Rolle der Schweiz in dem Ukraine-Krieg? Macht die Schweiz genug und das Richtige? Also die Schweiz hat ja von Anfang an die Sanktionen der EU im Grundsatz übernommen. Und das macht Umgehungsgeschäft für sanktionierte Russen oder russische Firmen sehr schwierig. Und das ist natürlich extrem wichtig. Natürlich gibt es immer Schlupflöcher für einzelne Personen oder für einzelne Firmen und die müssen natürlich gestopft werden. Das ist klar, das geht nicht nur in der Schweiz so. Aber der heisseste Streit dreht sich natürlich im Moment darum, soll die Schweiz Munition liefern, eventuell sogar Waffen liefern in die Ukraine. Dafür müsste ja der Neutralitätsstatus geändert werden. Und ich denke, es wäre wichtig, dass man jetzt einfach die Grundsatzdebatte einmal führt und nicht immer darum herumredet und dass wir uns selber klar werden, wo wir in diesem Krieg stehen und eben nicht nur in diesem Krieg, sondern vielleicht auch in anderen Kriegen. Der Krieg ist in den Medien präsent, nicht mehr so extrem wie vielleicht zu Beginn. Es gibt Leute, die sagen, sie könnten es nicht mehr lesen, es tut sie zu fest frustrieren. Ist es verständlich für Sie, die tagtäglich über den Konflikt berichten? Ja, natürlich kann ich das verstehen. Ich meine, mir geht es manchmal nicht anders. Aber es nützt wie nichts, weil der Krieg der ist uns so nah, der Krieg der ist so gross, dem entkommen wir einfach nicht. Wir haben hier Flüchtlinge, für die es irgendwie weitergeht. Die Kämpfe selber gehen weiter. Der Ausgang ist offen. Das beeinflusst uns einfach auch in unserer privilegierten Friedenswolke, die wir hier haben und für die wir auch dankbar sein sollten.
Ich denke aber, die meisten Schweizerinnen und Schweizer haben das durchaus begriffen. Also ich höre schon all die, die sagen, ich kann es nicht mehr hören. Aber wenn man die Lesezahlen anschaut, dann sieht man auch, dass der Krieg und vor allem so erklärende Stücke oder Interview, Einordnungen von News und so weiter, das wird nach wie vor sehr gut gelesen und stößt auf sehr breites Interesse. Was hat der Krieg mit Ihnen gemacht? Der Krieg ist ein Schock für mich. Zwar habe ich es natürlich letztlich gesehen, Wochen bevor der Krieg angefangen hat, habe ich einen Artikel geschrieben über Angriffsszenarien, die dann ziemlich genau so gekommen sind. Wir haben Notfallplanung gemacht, Telefonlisten, Sitzungen und so weiter und so fort. Und trotzdem ist der Kriegsbeginn nachher einfach ein emotionaler Schock gewesen, der irgendwie auch bis heute anhaltet, dass ich sehe eine Welt vor mir, wo ich mehr als 30 Jahre bereisen können, dort gelebt habe, wo wir immer als friedlich und freundlich erfahren haben. Und die wird jetzt einfach in ihre Einzelteile zerlegt. Und das ist schwierig zum Zuschauen und es lässt einem eigentlich nie los, also weder im Büro noch wenn man daheim ist. Wir haben vor einem Jahr schon miteinander geredet. Das war der meine Schlussfrage im WB-Interview. Und ist jetzt auch meine Schlussfrage. Gibt es trotzdem etwas, das Ihnen Mut und Zuversicht verschafft in diesen Tagen? Ja, ich habe nachgeschaut. Ich habe damals gesagt, nach dieser strauben Woche fehlt es mir gerade ein bisschen an Zuversicht. Und ganz ehrlich gesagt, ist es nach einem Jahr Krieg leider nicht wirklich anders. Wir stecken noch immer mitten in dieser Katastrophe drin, die das Leben von Millionen Leuten ruiniert und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Zita Affentranger, herzlichen Dank für das Gespräch. Damit wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, alles Gute. Bis zum nächsten Monat beim WB-Gespräch. Das WB-Gespräch von Willi Sauer-Bott ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer-Entlebuch, der Raiffeisen Banken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.